so gut. Hey, Moment mal. Direkt neben dem Leuchtfeuer spawnen gleich Gegner. Das ist aber nicht nett. Alles sicher? Ja. Okay. Also, wir haben 18.000 Seelen. Die sollten wir zuallererst mal ausgeben in Majula. In irgendeiner Form. Idealerweise in... Oh, wir haben einen Fire Seed gefunden. Wir könnten unsere Hand nochmal aufstufen. Und dann für den gleichkommenden Bosskampf gegen das Triumvirat da... dann den großen Feuerball benutzen. Der hatte ja guten Burst-Schaden. Gucken wir mal. Erstmal einmal aufstufen. Hallo again. Jupp, Reinforced Pyromancy Flame. 1 von 1. So. Auch immer noch ein Fire Seed. Hast du vielleicht noch Fire Seeds? Nein. Hatte ich vor kurzem schon mal geguckt, ne? Ja, ich glaube schon. So, irgendein magischer Blitz- oder Feuerschutz bringt uns auch nichts. Weil das sind physikalische Gegner. Sind, ne? Mechanismen. Kaufen. Kräuter. Haben wir 5, das reicht eigentlich für einen Bosskampf. Magic Weapon. Nee. Nee. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Das hat er schon mal gesagt. One day my Aber was mir gerade aufgefallen ist, er meinte, dass die Magie und die Seelen dormant wären. Dormant ist sowas Ruhendes, Verlassenes. Und jetzt, wo er es sagt, es gibt nicht so viele Wesen, die wirklich zaubern. Die meisten sind eher brachiale Nahkämpfer oder Bogenschützen oder sonst irgendwas. Gut, sei es drum. Was können wir jetzt noch alles machen? Erstmal können wir unsere Ausrüstung anpassen. Wir behalten den, um mehr Slots zu haben. Ja oder nein? Weil ich denke nicht, dass wir beim Bosskampf alle 8 Slots brauchen. Nicht wirklich. Regeneration kann praktisch sein, falls wir einfach im Kreis laufen wollen, um uns zu regenerieren. Schneller zaubern ist immer wichtig und Stamina ist auch wichtig. Nee, das wäre soweit alles okay. Das können wir hier unten mal rausnehmen. Das auch. Moos brauchen wir auch nicht. Haben wir bessere Heilsteine? Ja, die sollten da unten auf jeden Fall rein. Aufstufen. Alles aufstufen. Talk. Irgendwas Neues im Angebot? Nein. Okay, dann würde ich gerne Reinforce. Titanite Chunk. Wir haben 6 Chunks. Okay, her damit. Jetzt Titanite Slap. Dann haben wir 1 und 2. Bam. Wir haben 1 plus 10 Stab. Sehr gut. Wie schaut es mit der Rüstung aus? Die Dinger sind plus 3. Large Titanite Shards haben wir 16. Komm, die verbrauchen wir mal. So, Chunks werde ich dafür nicht benutzen. Die Robe können wir auch erweitern. So, die wäre jetzt auch plus 5. Wir wollen auch keine Chunks benutzen. Und das komische Maskending da können wir auch weiter aufstufen. Sieht ja ganz schick aus. So, schon haben wir keinen Large Titanite Chart mehr. Ist nicht schlimm. Wir wissen von mindestens 2 Orten, wo wir die locker farmen können. Und wir haben gerade eh nichts, was wir so aufstufen können. Das sollte schon mal ein bisschen was bringen, was Schadensreduktion angeht. So. Und halt mehr Schaden durch den verbesserten Zauberstab, den wir jetzt 2-mal aufgestuft haben. Ist ja auch nicht zu verachten. Haben wir noch Seelenhaufen? Nicht wirklich. Wir könnten die Smooth- und Silky-Geschichte mal machen. Und wir hätten genug Lockstones, um
in dem Lockstone-Gebiet weitere Sachen aufzuschalten. Ich glaube, ich mache erstmal die Silky-Geschichte. Travel, Things Betwixt. Ja. Genau, und jetzt müssen wir von hier aus nicht zu den Hexen hoch, sondern hier runter. Da hatten wir irgendwo eine Leiter runtergekickt. Und ich glaube, das ist der kürzeste Weg zu den Tweet-Tweet-Tweet-Viechern. Warm, warm, soft. Genau den. Da ist ja noch Loot. Okay. Ich war nicht sehr gründlich im Tutorial. Also, sagt was? Give us smooth, genau. Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die einzeln abwerfen muss oder nicht. Deswegen mache ich es erstmal einzeln. Ich werfe also Discard 1. Ja. Und Discard war das Falsche. Mist. Ich hätte das mit dem anderen zuerst machen sollen. Leave. Leave ist besser, hm? Ja. Ja, ja. Du bist gut. Genau. Yeah. Was kriegen wir? Divine Blessing. Das ist dieses komplett Heilung-Ding. Und alle Effekte weg und so. Also das ist nicht schlecht. Aber ist halt nur ein Verbrauchsgegenstand. So, ich lief mal ein davon. Und wir bekommen Dark Knight Stone. Ja, hör auf. Was ist ein Dark Knight Stone? Dark Torches, Dark Nine. Ist das so ein Brockending? Bleedstone, Rawstone, ja, wird ein Dark Knight Stone. Im Boost Equipment with Dark. Haben wir schon 4 Stück von. Okay, davon haben wir jetzt einen bekommen. Ich werfe jetzt mal 2 von den Dingern hier auf den Boden. Und gucke, ob ich jetzt 2 von was auch immer bekomme. Oh. Das ist ja lieb von euch. Ja, ihr redet viel, aber ihr seid lieb. Also, sie wollen wohl die wirklich einzeln haben, was ein wenig lästig ist. Oh, nein, nicht alle 11. Aber es ist gut, dass sie nicht einfach alle genommen haben und sind eine Sache gegeben. Das wäre ein bisschen garstig. Divine Blessing. Also, so wie ich das denke, wird es für die kleinen Gegenstände ein Pool an Gegenständen geben, die man bekommen kann. Und für die größeren gibt es dann einen anderen Pool. Entweder das oder es gibt allgemein einen Pool und bei den kleinen hat man eine geringere Chance, die guten Sachen zu bekommen. Fire Drake Stone. Das war wieder so ein Brockending, ne? Ja. Ja, mit den Stones. Für einen Nahkämpfer vielleicht ganz toll, aber ich denke nicht, dass das. Oh, warte mal. Im Boost Equipment with Fire. Wenn wir unseren Stab jetzt mit Feuer imbuhen würden, wäre dann auch unsere Pyromantie stärker? Hm. Das weiß ich jetzt nicht. Gucken wir mal noch ein, zwei Mal, ob wir irgendwas anderes bekommen. Und wenn nicht, Poison Stone. Nee, okay. Das reicht mir erstmal. Also ich weiß jetzt, man kann da ein paar Sachen bekommen. Die sind so lala. Wahrscheinlich hätte ich mehr von den größeren Steinen, wäre es auch besser ausgegangen. Und ich weiß jetzt, dass ich sie nicht auf den Boden schmeißen sollte. Und wir können einfach so nochmal Schule laufen. Ja. Das heißt, ich könnte theoretisch, oder ich werde jetzt theoretisch alle Steine einfach erstmal aufbewahren, die wir finden. Und dann irgendwann mal einen kleinen Zeitraffer machen, wie ich die ganzen Sachen dann nach und nach hinschmeiß. Weil so wirklich spannend ist das ja nicht 10-mal lief und dann den ganzen Text wegklicken, aufheben, Text wegklicken, neu raussuchen und so weiter. Vor allem ist das auch nur für Verbrauchsgegenstände oder Steine, die wir nicht wirklich benutzen. Ja. Gut, das hätten wir also auch erledigt. Noch was an Vorbereitungen für den Tod bei dem Trio. Wir sollten die Seelen ausgeben. Also kaufen wir bei ihr irgendwas ein, was wir gebrauchen könnten.
Hallo, kaufen. Ich hätte gern... Na komm, gib mir die Human Effigies. Jo. Und gib mir für den Rest... Die da. Danke. Und kann man immer gebrauchen. So, also 81 Seelen, die können wir ruhig verbraten. Jo. Travel. Wir würden gerne hier hin. Und ich glaube, das ist ziemlich egal, wo wir uns hinporten. Die Wege waren... Naja, obwohl vom Schmied könnte es ein Ticken kürzer gewesen sein. Apropos Schmied, wir haben seine Glut noch nicht gefunden. Steht hier? Try Torch. Okay. Dum, 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 dum. Use. Set Light. Machst du was? Komm, geh zum Licht. Das ist fast eine Glut. Steht hier, Tilespot. Gorgeous View. Super Aussicht. Also, wenn man eine Frau spielt und keine Robe anhat, oder wie? Ach, Kiddies. Komm schon. Ja, mit der Fackel hat schon mal nichts gebracht. I ought to fetch a new flame. Flame, dear flame. Ja, das kennen wir schon. Erz. Ja, nee, hier müssen wir erstmal irgendein Ember finden. So, und von hier aus... Ich lass die... Oh. Au. Oh, Loot. Wo war der Boss? Der war... Ach so. Ich glaube, hier in dem Komplex. Können wir hier abkürzen? Guck mal, ob wir hier abkürzen können. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wo die ganzen Abkürzungen waren. Oh, stimmt. Und hier hatten wir irgendwo auch, glaube ich, noch ein... Fahrstuhl übersehen. Weil zu dem Zeitpunkt wusste er dann noch nicht, dass man sich in diese eisernen Jungfrauen auch reinstellen kann. Und damit runterfahren. Das hat sie jetzt aber in dem anderen Gebiet gelernt. Das könnten wir also auch noch machen. Gebüsch. Achso, Fackel kann aus, weil hier sind überall schon Dinge an. Hatte sie nicht hier irgendwo wieder versteckt? Genau, du. Weg mit ihr. Viele und näher. Au. Aber die machen fast keinen Schaden mehr. Ach, ist das schön. Wir haben immer noch unsere Lumpen vom Anfang an. Ein Hirschgeweih auf dem Kopf. Und trotzdem werden wir stärker und halten mehr aus. Ja, oh. Genau, mit dem Ding vielleicht. Na, gucken. Nee, du musst laufen. Rollen bringt ja nichts. Lauf, lauf, lauf. Nee, kann ich nicht reinspringen. Lügner voraus. Nee. Also ja, ich hätte gedacht, dass der Käfig da eventuell... Da unten ist was. Achso, das ist der Stein. Hier hatten wir, glaube ich, schon mal geguckt. Ich höre die Ritter mit ihren Zweihändern. Guck, guck. Geh weg. Genau. Hau die ganze Tür kaputt, was soll's. So nicht, mein Jung. Oh, oder doch. Ah, runtergefallen. Achso, hier war die Statue von König Gerugon dem Ersten. Da bin ich eh gespannt. Also von der Story her. Also wir haben jetzt ja schon von König Vendrick gehört. Er wird derjenige sein, der... Also wir wissen es nicht. Also ich denke, König Vendrick wird der Charakter aus dem ersten Dark Souls 1 gewesen sein. Entweder das, oder er wird eine zukünftige Inkarnation sein. Also einer von den Helden, der immer wieder kommt, sich selber anzündet, die Flamme neu entfacht, dann geht das ganze Spiel von vorne los. Also mit Spiel meine ich nicht das Spiel, sondern ich meine halt die Welt und so. Ja, also das könnte halt der Fall sein, dass unser Charakter aus dem ersten Teil, dessen Namen sie ja nicht wissen können, weil jeder einen anderen Namen nimmt, dass sie den einfach Vendrick genannt haben.
Und den bringen wir jetzt wieder um. Entfachen das Feuer neu. Genau das Ding hier. Entfachen das Feuer neu. Und dann sind wir wieder der König. Oder Königin in dem Fall. Und dann kommt irgendwann später wieder ein Held. Und die ganze Welt geht wieder vorne los. Das könnte sein. Oder es ist halt eine Inkarnation später. Aber ich glaube, ich wiederhole mich gerade. So, und hier waren wir definitiv noch nicht. Hier ist nämlich Lu. Hallo? Hallo?